not see all this cause paints in her skin. The ones you love trusted your soul, stole everything you are, everything you are in those nights. What have they done to you? What have they done to you? What have they done to you? When hope becomes hell, and hell captures you. No way out, no way out, no way through. And all of yourself is a slave to someone who said you should laugh, but you can't. You should smile, but you can't. Cause home became hell. They said you should laugh, but you can't. You should smile, but you can't. Cause home became hell. What have they done to you? What have they done to you? What have they? What have they done to you? Und herzlich willkommen zu More Than Music Monday. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute unser Gast hier in Inspire ist Christina Volkmann. Christina ist Stammgast bei uns in Inspire, wenn wir Music Monday haben. Und ich freue mich, Christina, dass du da bist. Chrissy, sagen wir immer, ich freue mich, dass du da bist für uns in diese Version, Online-Version von Music Monday, More Than Music Monday. Herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Wir fangen immer an mit drei Statements. Mhm. Zwei Wahrheiten und eine Unwahrheit. Mhm. Und du sagst einfach diese drei Statements und wir versuchen zu erraten, welche von den drei Statements nicht stimmt oder nicht wahr ist. Und das, da lösen wir das am Ende der Sendung auf. Sag bitte mal die drei Statements. Okay, ich bin in 5 Tagen mit dem Fahrrad von Dresden nach Hamburg gefahren. Ich bin auf den Fichtelberg gestiegen und ich bin in 3 Etappen von Görlitz bis Marburg gelaufen, gepilgert. Okay. Erstens, in 5 Tagen von Dresden nach Hamburg gefahren mit dem Fahrrad. Mhm. Zweitens war, du bist auf den Fichtelberg gestiegen. Mhm. Und drittens war in 3 Tagen gepilgert. Nee, in 3 Etappen. In 3 Etappen, also in, quasi in 3 Urlauben von Görlitz bis Marburg gelaufen. Okay, ihr Lieben, ihr habt die 3 Statements gehört. Lasst uns erraten jetzt, welche von den 3 unwahr ist. Die Auflösung gibt es am Ende der Sendung. Bleibt dran.
Bei jedem More Than Music Monday gibt es diese drei Themen. Und es gibt Fragen zu diesen drei Themen. Erstmal zu Persönliches, zweitens Gott und die Welt und drittens Inspiration. Wir schießen los mit Thema Nummer eins. Wir steigen ein mit Thema Nummer eins. Was machst du beruflich, Chrissy? Ich bin nebenberuflich selbstständig und betreue Menschen mit einer Behinderung, hauptsächlich in dem Bereich Freizeitgestaltung. Okay. Was heißt das? Wie sieht dein Arbeitstag aus dann? Also mein Arbeitstag beginnt frühestens um 11. Das ist gut. Meistens erst nachmittags. und dann hole ich den jeweiligen Klienten meist von zu Hause, manchmal auch von der Schule ab. Und dann unternehmen wir schöne Dinge. Mit einem Kind bin ich immer bei einem Zirkusprojekt vom Don Bosco Haus auf dem Sonnenberg. Ich gehe mit den Klienten einkaufen oder ins Kino oder begleite sie auf Konzerte oder ähnliche Dinge. Cool. Ausflüge und genau. Alltags. Oder zum Schwimmen, ähnliche okay. Sachen, wo sie halt Bekleidung bzw. einfach Hilfe brauchen. Und sind das immer Kinder oder kann das auch Erwachsene sein? Aktuell habe ich ein Kind, die ist jetzt 11 und dann noch 3 ausgewachsene Männer, also erwachsene Männer, genau. Okay, cool. Und wie finden die Leute dich da? Wie kommst du in Kontakt mit diesen Klienten, ne, oder Kunden? Ich mache das jetzt, sage ich mal, ausschließlich seit, also dass ich nur in diesem Betreuungsbereich arbeite, seit Ende 2012. Und ich habe sie bis jetzt eigentlich immer über Kontakte bekommen. Ich habe einmal Aushänge gemacht, da habe ich in verschiedenen Gemeinden Aushänge gemacht, dass ich eben Klienten suche, beziehungsweise habe ins Internet Sachen bestellt. Und ansonsten lief das eigentlich immer über Beziehungen. Also ich sage, wenn man da einmal so ein bisschen in dieser Szene drin ist und halt auch Ergotherapeuten, Betreuer oder Eltern kennt, die Kinder haben mit einer Behinderung, dass die dann wieder Leute kennen. Und dadurch hat es sich das eigentlich immer, gab es bis jetzt noch nie Probleme, sage ich mal, bei Bedarf neue Klienten zu bekommen. Das war eigentlich immer sehr schön. Und die aktuellen 4 Leute, die ich habe, habe ich aber jetzt schon wirklich über viele Jahre. Also es gab auch Zeiten, da ist das wirklich recht oft gewechselt, was nicht so schön war. Aber das ist jetzt wirklich schon sehr konstant und ich habe diese Leute wirklich schon, also über einige Jahre, und das ist schön. Okay. Was für Eigenschaften muss man haben bei so einem Job? Ich denke, man braucht in erster Linie ein Herz für die Menschen und sie erstmal so zu akzeptieren, wie sie sind, und sie erstmal auch wirklich als Menschen zu sehen und nicht in erster Linie als der Behinderte. Also ich mag auch das Wort Behinderte nicht, sondern halt eher so Menschen mit Behinderung, weil ich denke, das ist nur ein Teil, was die ausmacht. Also ich denke, man braucht ein Herz für die Leute und einfach eine Offenheit. Und Ja. Was magst du an deinem Job? Den Umgang mit Menschen und auch, dass es immer nur eine Person ist, auf die ich mich konzentrieren muss, also wirklich einer Person meine Aufmerksamkeit zu schenken, und dass man eben sehr viel einfach auch sehr direkt zurückbekommt von denen, was man halt in die Menschen investiert. Mhm. Und man weiß halt immer genau, woran man bei ihnen ist. Mhm. Das ist schön. Als Kind hast du gewusst, dass du in so eine Richtung arbeiten würdest, oder hast du andere berufliche Vorstellung gehabt? Was wolltest du werden, als du Kind warst? Das, ganz vieles hat sich ganz oft geändert. Also ich kann ja mal die Sachen nehmen, die mal längerfristig in meinem Kopf waren. Ich wollte mal Bäuerin werden, okay, weil meine Großeltern waren Landwirte. Ich bin auch auf einem Bauernhof aufgewachsen. Köchin bzw. Konditorin wollte ich auch mal recht lange werden. Habe ich auch mal ein Praktikum gemacht. Und dann hat sich das so Richtung Erzieherin, Heilerziehungspflegerin entwickelt. Super. Jetzt kommen wir zum Thema Brühl und deine Beziehung zu Brühl. Ich kenne dich durch Inspire und Music Mondays. Wie gesagt, du bist Stammgast bei uns.
Wann kamst du zum ersten Mal auf den Brühl oder was ist sonst deine Beziehung zum Brühl? Also so die, ich war mal auf dem Flohmarkt vor Corona-Zeiten, gab es ja immer am ersten Samstag im Monat einen Flohmarkt und ich gehe sehr gerne auf Flohmarkt und Flohmärkte und hier auf dem Brühl hat man ja auch die Möglichkeit, dass es Open Air ist und da war ich eigentlich immer, sofern das möglich war, samstags einmal im Monat hier auf dem Flohmarkt. Ja, und dann durch Inspire halt, ne, wo ich dann schon recht häufig im Inspire zu den Music Mondays oder auch mal zum Frühstück war. Und ich mag halt so dass es so eine Fußgängerzone ist, was man so in Chemnitz eben nicht nochmal hat. Ja, und hoffe einfach, dass das so mit der Poolbelebung und mit Geschäften und Kneipen, die sich hier ansiedeln, dass das weiter vorangeht. Also es geht ja langsam, aber es ist immer alles so sich am Entwickeln und das finde ich gut und hoffe, dass sich das noch weiter ausbreitet und hier Leben einkehrt. Eine letzte Frage zum Brühl. Außer Inspire natürlich. Lieblingsort hier auf dem Brühl? Also Lieblingsort wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich finde auch Streamers ganz nett. War ich auch noch nicht so oft, aber das finde ich auch eine sehr schöne Location hier auf dem Brühl, aber es geht jetzt nichts übers Inspire. Okay, so, es gibt viele schöne Sachen hier, ja, auf dem Brühl, aber Dreamers, du hast ja recht, nicht schlecht. Okay, damit wir auch dich ein bisschen näher kennenlernen, gibt es dieses doofe Spiel, entweder oder. Ich lese mal zwei Begriffe oder zwei Varianten vor und du sagst, was dir am besten gefällt oder besser passt oder, ja, zum Beispiel Tee oder Kaffee? Kaffee. Klar. Bier oder Wein? Situationsabhängig. Ich muss was sagen, ja, ne? Nee, du hast einen Joker, das heißt, einmal lass ich was okay, durch. Wein, mach mal Wein. Gut, okay. In den Bergen oder am Meer? Meer. Wahrheit oder Liebe? Tja. Wahrheit. Wissen, wann du stirbst oder wissen, wie du stirbst? Wie du stirbst. Batman oder Superman? Egal. Egal. Das ist dein Joker? Du nutzt deinen Joker hier? Ja, ich kenn beide, wenn ich wirklich. Deshalb ist es mir eigentlich egal. Okay. Hunger haben oder Durst haben? Was schlimmer ist. Was schlimmer ist? Welche von den beiden würdest du nehmen? Ob ich lieber Durst oder Hunger hätte? Ich glaube, ich hätte lieber Hunger. Beten oder Bibel lesen? Beten. Poker oder Schach? Schach. Sachsenallee oder Flohmarkt auf dem Brühl? Flohmarkt auf dem Brühl. Facebook oder Twitter? Facebook. Weihnachten oder Ostern? Für eine Christin ist das nicht leicht, das weiß ich. Lieber was mir besser. Weihnachten. Okay, ja. Pommes oder Salat? Salat. Fragen stellen oder Fragen antworten? Kann ich eigentlich auch nicht beantworten. Beides gut. Fragen. Okay, bitte? Beides gut, eigentlich kann ich, ja, ich kann mich da auch nicht entscheiden. Ich würde sagen, kann beides gut sein. Okay, wir geben dir zwei Jokers. Okay. To be someone, you know I fade in many ways, but I never left your heart. Still it feels that you're far away, reason me that when oh, it seems I lose belief and faith, but I pray that I hold on. Just take me back. Take me back to you. I can't.
can't let you go. Just take me back to you, take me back to you. That's all I'm asking for. Try to be some. You know I failed in many ways, but I never left your home. But it feels that you're far away with me that went all wrong. It seems I lose belief and faith, but I pray that I hold on. No, it seems that you're far away with me that went all wrong. We'll be right back.
Jetzt kommen wir zum zweiten Themenbereich. Wir quatschen über Gott und die Welt. Ich weiß, dass du eine gläubige Christin bist. Warum? Da gibt es, glaube ich, viele Gründe. Zum einen beantwortet es meine Fragen. Es gibt mir Orientierung und Werte und Zuversicht und Kraft. Wie bist du zum Glauben gekommen? Bist du im christlichen Elternhaus groß geworden? Hast du das mit der Muttermilch so bekommen? Oder? Also christlich sozialisiert aufgewachsen, aber selber Fragen gestellt, verschiedene Gemeinden und Christen kennengelernt und den eigenen Glauben bzw. die eigene Gottesbeziehung dadurch entwickelt bzw. ist immer noch am Entwickeln. Okay. Und an welchen Gott glaubst du? An den liebenden Gott, der es gut meint. Wie offenbart sich Gott in deinem Leben? Wo taucht er auf? Durch Menschen, denen ich begegne, durch Dinge, die mir passieren und die sich oft zum Guten gewendet haben, obwohl es oft nie gut aussah, sage ich mal, in meinem Leben, dass Dinge immer wieder gut geworden sind. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Grundpfeiler meines Glaubens. Der Glaube daran, dass alles, was mir passiert, mir zum Guten dient und dass die Dinge irgendwann gut werden, auch wenn es manchmal sehr lange dauert. Mhm. Aber ich habe so eine Grundzuversicht in meinem Herzen, dass die Dinge gut werden und mir zum Besten dienen werden. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Grundpfeiler meines Glaubens. Ich nehme an, du betest als gläubiger Mensch. Was ist Gebet oder was bringt das oder was nutzt das? Was ist Beten für dich? Das Gespräch mit Gott. Also was beinhaltet mein Gebet? Viel Dank. Fürbitte, also dass ich für Menschen bete. Und oft auch, dass ein Gebet von mir ist, dass Menschen in mir Jesus sehen. Also, dass mein Glaube dadurch sichtbar wird, wie ich lebe und wie ich rede oder dass sie wissen, ich gehe in die Kirche oder wenn ich sage, ich bin Christ, sondern dass es Leute an mir, an meinem Leben, an meinem Wesen erkennen, dass ich Jesus im Herzen habe. Also, das ist für mich eigentlich so ein Grundbaustein meines Christseins. Also, dass ich oder eine Grundsache meines Glaubens, dass ich mir wünsche, Jesus ähnlicher zu werden, so dass mein Umfeld es sieht, ohne dass ich das explizit sagen muss und auch einen Unterschied zu machen. Und zwei Fragen habe ich, die gleich dazu einfallen. Warum? Und zweitens, wie sieht das dann aus, Jesus ähnlich zu sein? Also was zum Beispiel würden die Leute in dir erkennen oder an dich erkennen,
diese Qualitäten oder diese Eigenschaften. Aber warum willst du, dass die Leute das sehen? Vielleicht sind die zwei Fragen verwandt. Also ich denke mal, wenn mein Glaube keinen Unterschied in meinem Leben macht, dann brauche ich auch nicht glauben. Also wenn ich, oder ich brauche nichts machen, was irgendwo, also es ist genau, wenn ich abnehmen will und Gemüse esse und wenn ich dann aber keiner sieht, dass ich abgenommen habe, dann brauche ich kein Gemüse essen. Also es muss ja irgendwas in meinem, es muss irgendeine Auswirkung auf mein Leben haben, dann sonst würde es ja keinen Sinn machen, wenn nichts. Wenn ich selber nichts, beziehungsweise wenn auch andere nichts sehen, dass irgendwas, dass der Glaube in mir irgendwas hoffentlich Positives bewirkt. Mhm. Ja, und das ist leider oft das Problem, dass manche Menschen mit Kirche und mit Christen haben, dass sie eigentlich nichts anderes sehen, dass unser Glauben nicht sichtbar ist. Ne? Ja. Wir gehen in die Kirche Sonntag, aber dann am Montag im Büro benehmen wir uns, als ob wir nicht in die Kirche gegangen sind. Mhm. Auch weil wir Menschen sind. Aber nee, das finde ich gut. Das ist eigentlich auch mein Ziel als Christ, dass meine Werte, meine christlichen Werte auch gelebt wird und nicht nur davon gesprochen wird, sondern dass das auch erkennbar ist in unserem Leben. Das ist unser Ziel. Manchmal gelingt es uns, oft nicht, aber wir zielen darauf hin. Wie funktioniert Gebet? Also ich stelle die Frage, weil das, also wenn ich bete, kann ich Gottes Meinung ändern. Wenn ich sage, okay, Gott, bitte segne bitte mal oder heile bitte mal diesen kranken Menschen oder kannst du bitte das und dies tun, wird Gott seine Meinung durch meine Gebete ändern und kommt es darauf an, wie oft ich bete oder wie viele Gebete ich gebetet habe? Es gibt Gebete, die erhört werden und es gibt Gebete, die nicht erhört werden. Manche Gebete werden sofort erhört, manche werden erst viel, viel später erhört. Es gibt ja die Verheißung, dass wer bittet, der empfängt und wer sucht, der findet. Und ich glaube an sich, dass das wahr ist, aber ich sehe natürlich auch oft, dass es nicht passiert. Ich habe eigentlich auch keine Antwort drauf. Ich denke, es ist gut zu bitten. Ich denke, dass Gott manchmal Gebete erhört, manchmal tut das nicht, manchmal macht das anders, manchmal macht das erst später. Manchmal ist es vielleicht einfach das, was sich in uns selber ändert auch. Dass sich vielleicht eine Situation ändert, sondern dass wir vielleicht uns verändern. Aber ich habe letzten Endes auch nur Teilantworten drauf. Ja, ja. Gemeinde, Thema Gemeinde. Es gibt ganz verschiedene Gemeinden, so überall in der christlichen Welt. Freikirchen, Kirchen, unter Spektrum von allem Möglichen. Was ist für dich dann so deine ideale Gemeinde? Und ich meine nicht jetzt, ich habe keine Ahnung, wo du hingehst jetzt als Gemeinde, in welche Gemeinde du hingehst. Aber was sind so Dinge da für dich, wo das wäre für mich eine schöne Gemeinde, wo ich wirklich zu Hause bin? Ich glaube, dass Gemeinde viel halt mit Leben teilen zu tun hat und nie in erster Linie mit Veranstaltungen, sondern mit Menschen halt gemeinsam unterwegs zu sein, Leben und Glauben zu teilen, mit Leuten beten zu können, sich gegenseitig zu unterstützen, zu wissen, was beim anderen los ist, auch Bibel lesen und auch in den Gottesdienst zu gehen, denke ich, ist ein Teil davon. Aber in erster Linie, denke ich, ist es geteiltes Leben und sich gegenseitig zu unterstützen und voranzubringen. Und das kann einfach ganz viele verschiedene Formen haben. Ja, super. Noch was zu Thema Glauben. Ja. Aber Gott und die Welt, jetzt die Welt. Glaubst du, dass Chemnitz Kulturhauptstadt 2025 wird? Wie groß ist dein Glaube? Es wäre schön. Also ich würde sagen, ich hoffe es. Oder was? Ich denke, es würde Chemnitz gut tun. Also ich denke, selbst wenn sie es nicht wären, denke ich, passiert ja jetzt schon ganz viel. Also ich verfolge das auch ein bisschen, was die bunte Treppe bei 1 Energie oder
So die verschiedenen Kunstprojekte, die halt jetzt so am Start sind oder auch, ich weiß, dass welche vom Fritz-Theater auch so verschiedene Aufführungen in der Stadt hatten. Also ich denke schon, der Weg dahin ist für Chemnitz gut, weil einfach kulturell und im künstlerischen Bereich viele Projekte einfach schon angestoßen werden. Ja, ja, ja. Also merke ich auch selber. Allein der Prozess ist eine Bereicherung auf jeden Fall. Glaubst du, dass die Kirchgemeinden da eine Rolle zu spielen haben? Diese Entscheidung wird im Oktober gefallen von der Jury, ob Chemnitz Kulturhauptstadt wird oder nicht. Eigentlich in dieser Zeit werden alle Hände an Bord gebraucht. Wo sind die Kirchgemeinden in diesem Prozess? Es wäre schön, wenn sie dabei wären. Also wenn sie auch ein Teil der Kultur und des städtischen Lebens wären. Also ich habe davon jetzt auch noch nichts mitbekommen. Aber es wäre schön, wenn da auch Beiträge von Gemeinden kommen würden, im Sinne der Stadt halt Bestes zu suchen. Hm. Aber habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber wo du es sagst, wäre es cool, wenn da sich auch Gemeinden mit einbringen würden durch Projekte. Ja, ja. Sehe ich genauso. Ich in meinen kirchlichen Kreisen, da bin ich unterwegs und mache Werbung für diese Prozess, für diese Kulturhauptstadtbewerbung, und du machst es genauso. Ich sehe auch mit deinen Posts auf Social Media, na, du machst deinen Beitrag da. Aber ich glaube, in Chemnitz haben wir viele engagierte Leute in den Kirchgemeinden, die eigentlich auch wirklich sich einbringen könnten in diesem Prozess und auch in diese Sache. Vielleicht ist es auch unsere Aufgabe, dann einfach so weiter Samen zu streuen und hoffen, dass manche Samen auf guten Boden fallen. Okay, wir kommen zum dritten Themenbereich, Inspiration. Wer oder was inspiriert dich? Also es gibt verschiedene Menschen, die mich inspirieren, die ein Herz haben für eine bestimmte, für eine bestimmte Art von Menschen, für Randgruppen, für Leute mit Behinderung, Leute von der Straße, Leute aus ihrem Stadtteil, die sagen, sie wollen sich in diese Menschen investieren, Leute, die auch so Pionierarbeit leisten, Inspire. Oder auch das Blessing auf dem Sonnenberg. Oder Leute, die irgendwelche krassen Reisen unternommen haben, die von Berlin mit dem Fahrrad nach Shanghai gefahren sind oder ohne Geld um die Welt gereist sind. Oder die eben auch so Abenteuer-Freaks, die da einfach auch Dinge riskiert haben, und eben Leute, die ein Herz für andere Menschen haben und sich in diese investieren. Ja, ja, toll. Oder aus der Geschichte finde ich halt gerade Leute, die sich auch halt in der NS-Zeit Widerstand geleistet haben. Bonhoeffer, Geschwister Scholl, also die eben auch mit ihrem, mit ihrem Leben dafür bezahlt haben, ne? Um für ihre Ideale einzustehen. Ich glaube, das ist auch was ich sehr bewundere, wenn Leute für ihre Ideale eben auch bereit sind, ihr Leben zu opfern, weil ich nicht weiß, ob ich das könnte. ob ich so weit gehen könnte für das, was, für die Dinge, für die ich stehe, wirklich auch, sag ich mal, mein Leben zu geben. Aber ich würde es mir prinzipiell wünschen. Du kennst unser Motto hier in Inspire: Herzen berühren, Menschen bewegen, Brühl beleben. Das machst du ein Stück durch dein Berufsleben. Na? Du bist deine Inspiration und auch eine Bereicherung für die lieben Menschen, mit denen du unterwegs bist. Wo noch? Oder andersrum, wo hast du das selber auch erlebt von anderen Menschen, die dein Leben berührt haben, dein Herzen berührt haben, dich bewegt haben, dich inspiriert haben? Also ich denke, dass meine Klienten in erster Linie mich inspirieren oder berühren. Also ich denke, dass ich da viel auch zurückbekomme, beziehungsweise finde ich, dass ich auch mehr zurückbekomme, als dass ich gebe. Würde ich jetzt ganz subjektiv sagen, dass sie mich inspirieren oder in vielen Dingen eben auch anders, auch das ganze Thema gesund sein, krank sein, leistungsfähig sein, oder also was ist eben auch wirklich wichtig im Leben.
Also ist es nur das, was ich leiste und das, was ich verdiene, oder kommt es auf mein Herz an, ne? Oder wo ich dann denke, wo ich dann eher die Lernende bin. Das ist oft so. Mhm. Man denkt, dass man was bringen kann, und im Gegenteil, ist man empfängt sehr viel mehr. Ja. Genau. Das ist oft so im Leben. Je mehr man gibt, desto reicher wird man. Das ist das Verrückte. Ja. Ja. Schön, Chrissy. Danke für das Gespräch. Bevor du gehst, wollen wir natürlich diesen Rätsel auflösen. Wir hatten zwei Wahrheiten und eine Unwahrheit. Du bist innerhalb von 5 Tagen von Dresden nach Hamburg mit dem Fahrrad gefahren. Du bist in 3 Etappen von Görlitz nach Marburg gepilgert, und du hast den Fichtelberg geklettert oder wie heißt es? Bestiegen. Bestiegen, danke. So, eine davon ist eine Unwahrheit. Ich rate nicht. Löst du bitte uns diesen Rätsel auf? Ich bin noch nicht den Fichtelberg hochgeklettert. Okay, das ist auf dein To-Do-List, auf dein Bucket-List. Du musst diesen Fichtelberg nochmal besteigen. Schauen wir mal. Schön, dass du da warst. Danke, dass jeder ich Gast, da sein durfte. Jeder Gast bekommt so ein Buch. Super. Ein tolles Buch. Passt ja. Das, danke. So, genau. Es ist peinlich, ich muss sie irgendwie loswerden. Und ja, danke nochmal, liebe Leute, dass ihr reingeschaut habt. Wenn das euch gefallen hat, liken, teilen, sharen. Es gibt auch etwas mit einer Glocke da, kommentieren. Und wenn du einen Vorschlag hast, jemand, der hier auf dem Hot Seat sitzen soll, schick eine E-Mail an Inspire, das wird eingeblendet hier, unsere E-Mail-Adresse. Und stay inspired. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sometimes moving on starts with a step to the unknown, but I need some moon. Sometimes moving on starts with a step to the unknown, but I need some moon. And I ain't let go. This is gonna be a new beginning. Let go. This is gonna be a new beginning. No one's gonna tell me how my story ends. Change it once it's done. Sometimes moving on starts with a hard goodbye, but I need to move. And I ain't let go. Let go. This is gonna be a new beginning. Let go. Let go. This is gonna be. So I wanna lose myself, I don't need a chair. I wanna be gone and not too fast. Gonna find a way to say goodbye. I don't wanna lose myself, I don't need a chair. Tell me how this story ends. Then there's no preview, no way to change it once it's done. Sometimes moving on starts with a step to the unknown, so I need to move. And I let go. Let go. This is gonna be a new beginning. Let go. Let go. This is gonna be